4:1 gewinnt der FSV Schröck gegen den Aufsteiger RSV Böblingshausen. Nur 20 Sekunden dauerte es, als der FSV den ersten Schreckmoment zu überstehen hatte. Doch die Gäste konnten die Chance nicht nutzen. In der 5. Minute nahmen die Hausherren das Heft in die Hand, spielten ein regelrechtes Powerplay und gingen durch Alban Ademi in Front. Im Verlauf des ersten Durchgangs hatte es an Chancen nicht gemangelt, doch wollte das Runde nicht so recht ins Eckige. Die Gastgeber kamen hellwach aus der Kabine und entschieden die Partie dank Marcel Schmidt gegen offensiv kaum präsente Gäste. In der 49. Minute wurde Marcel Schmidt durch eine Flanke von Alban Ademi durch zwei RSV-Verteidiger angespielt und netzte zum 2:0 ein. Rund eine Viertelstunde später war es erneut Marcel Schmidt, der wiederum von Alban Ademi in Szene gesetzt wurde und zum 3:0 erhöhte. Sieben Minuten vor dem Schlusspfiff traf auch Alban Ademi zum zweiten Mal. Nach einem Passspiel von Ivo Falz musste er lediglich den Fuß hinhalten und brachte den Ball im Gehäuse von Gästekeeper Joachim Netsch unter.
Durch den sicher geglaubten Sieg rechnete auf Schröcker Seite keiner mehr mit dem Anschlusstreffer der Böblingshäuser. Doch 4 Minuten vor Ende der Partie war es Ivan Miosevic, der nach einem Pass den Endstand zum 4:1 herstellte. Ja, fällt mir im Moment noch etwas schwer, was Positives zu finden. Wir sind eigentlich schon hergekommen mit dem Willen, auch irgendwo zu punkten. Und mussten uns dann aber, glaube ich, nach einer halben Stunde eingestehen, dass das heute relativ schwierig wird. Sind auch nie irgendwie in die Organisation gekommen. Waren im 1 gegen 1 eigentlich deutlich unterlegen. Also es gibt da, glaube ich, auch relativ wenig schön zu reden. Nichtsdestotrotz wissen wir natürlich auch, wie unsere Rolle in der Liga ist, dass wir eigentlich immer über 100% gehen müssen mit unseren Mitteln, um irgendwo was zu holen. Das ist natürlich jetzt hier bei Vereinen wie Schröck, Marburg, Fernwald umso schwieriger ist. Das wissen wir auch, deswegen können wir das schon relativ realistisch einordnen. Aber insgesamt war das, glaube ich, eine klare Sache. Also gefühlt, glaube ich, sind wir mit dem 4:1, was die Chancen für Schröck betrifft, auch noch ganz gut bedient. Aber hilft nichts. Wir werden da weiter dran arbeiten und vielleicht dann im Rückspiel auch besser auftreten. Das wäre so mein Wunsch. Ja, das, was ich sagen kann, das würde wahrscheinlich jeder unserer Fans hier sagen. Letztendlich haben wir letzte Woche eine schlechte Halbzeit gespielt gegen Eder Bergland, die uns so aus den Schuhen gehauen hat, dass wir das Spiel verloren haben. Da haben wir auch eine gute erste Halbzeit gespielt. Das stand hier auch zu befürchten, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht ins Spiel kommen. Es ist uns aber doch gelungen, dann weiter so Fußball zu spielen, weiter nach vorne zu spielen. Was es zu kritisieren gibt, ist klar, die Chancen, die müssen reingemacht werden. Ich glaube, ich will dir keine Zahl sagen, aber es waren schon einige, die man reinmachen musste. Letztendlich will ich es aber mal bescheiden sagen. Ich bin froh, dass die Mannschaft sich diese Chancen rausgespielt hat und dass wir die Möglichkeiten hatten. Und ich denke, an einem guten Tag, wenn es ein paar weniger gibt, dann nehmen wir uns mal den einen oder anderen auf. Schade, dass dann hinten nochmal durch Unachtsamkeit ein Tor fällt, aber da braucht keiner von vorne zu meckern, weil vorne haben wir es liegen lassen. Ja, was ich so kritisieren habe, dass man es dann eher so runterspielt. Wir haben ja auch Leute auf der Bank sitzen, die gerne gespielt hätten. Und da ist der Ansporn von den 11, die auf dem Feld stehen, müssen wir Gas geben. Sonst ist es schon ärgerlich für die Jungs, die draußen stehen und gerne gespielt hätten. Ja, dann wünsche ich auch den Lieblingsmaßnahmen alles Gute für die nächste Runde. So ein Spiel hatten wir letzte Woche in der zweiten Halbzeit und nächste Woche holen wir die Punkte. Wow.